unter anderem auch mal diese Frage gestellt und die Antwort fand ich so krass, aber auch so ehrlich, dass ich mir dachte, wow. Also von mir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mache ich so ein kleines Q&A zum Thema drei Kinder, wie sich was verändert hat. Da gab es einige Fragen. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr dazu ein paar Fragen habt und da gab es zahlreiche Fragen tatsächlich. Ausschlaggebend war eine sehr lange Nachricht oder eine etwas längere Nachricht, wo mich jemand gefragt hat, wie sich das alles so verändert hat. Und natürlich kann man das nicht in eine Nachricht verpacken. Deswegen dachte ich mir, das interessiert ja vielleicht nicht nur diese eine Person, sondern mehrere von euch, mache ich dazu ein Video. Und ihr konntet mir eure Fragen stellen. Vorab wollte ich nochmal so ein kleines, ja, einen kleinen Ausflug machen, damit ihr den Hintergrund besser versteht. Ich meine, klar, durch diese Videos kriegt man so einen kleinen Einblick in das Leben von anderen. Aber man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, dass das immer nur ein minimaler Bruchteil ist. Und man sich ja dann auch aufgrund von diesen vielen Eindrücken, die man da von dieser Person bekommt, also von mir oder von meiner Familie, dass jeder sich ja daraus ein Bild macht. Und das ist aber vielleicht auch gar nicht so, wie es tatsächlich scheint. Also das ist jetzt nicht von mir so gewollt, dass es dann vielleicht ein anderes Bild ergibt, aber ich bin ja ich als Person und ich weiß ja, wie ich bin und das, was ich zeige und was es dann letztendlich mit euch macht oder wie ihr das wahrnehmt, das kann ich ja relativ schwer beeinflussen. Natürlich in dem, was ich zeige, ist es schon irgendwie verständlich, aber wie gesagt, das ist ja nur ganz minimaler Bruchteil. Deswegen mache ich jetzt einen kleinen Ausflug in meine Vergangenheit, in die meines Freundes und dann packe ich das alles zusammen. Ich habe mir da nämlich sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Das Thema ist wirklich so komplex, dass ich gar nicht so richtig weiß, wo ich anfangen soll. Also vielleicht mal so ein bisschen als Vorgeschichte. Ich bin Einzelkind, meine Eltern sind geschieden. Meine Mama hatte dann aber einen neuen Partner, mit dem bin ich aufgewachsen. Also mit dem war sie sehr, sehr lange zusammen. Und beide Teile oder Elternteile waren selbstständig. Das heißt, ich wurde sehr selbstständig erzogen oder musste ich da natürlich auch, weil ja, wie gesagt, ich halt grundsätzlich oft alleine war und auf mich gestellt war. Und da wird man dann sehr selbstständig, sehr selbstbewusst. Also ich wurde auch so erzogen, dass ich mich sehr selbstbewusst entwickelt habe. Aber natürlich hatte ich auch meine Grenzen. Also es war auch trotzdem recht streng. Bei meinem Freund würde ich sagen, ist es relativ ähnlich, bis auf, dass ihm, ich glaube, recht viele Sachen abgenommen wurden. Aber das war trotzdem so, dass er der ältere Bruder von beiden ist und auch sehr, ja, also von der Person her sind wir beide recht ähnlich, muss ich sagen. Ja, dadurch, dass er ja einen Geschwisterteil hat, steckt er mehr zurück, beziehungsweise ist zu mehr Kompromissen bereit. Wobei ich sagen muss, dass ich das auch sehr gelernt habe. Also ich kann da gleich schon vorab sagen, wenn man jetzt vielleicht noch keine Kinder geplant hat oder irgendwie noch recht jung ist, dadurch, dass ich das ja nur schon durchlebt habe, kann ich einen Ratschlag mitgeben, Augen auf bei der Partnerwahl. Ich weiß, das sagt sich so einfach, weil am Anfang sieht man das ja nicht und oder der Schein trügt vielleicht auch manchmal, aber ich finde es, klar, die Emotionen am Anfang sind ja auch sehr überschwänglich und wenn man dann so verliebt ist, dann sieht man das alles nicht, aber wenn man so ein gewisses Bild von seinem Leben vielleicht schon hat in den jungen Jahren, das muss ja nicht sein, aber manchmal ist es ja so, dass man auch schon darauf achtet, dass das gut zusammenpasst. Also das heißt jetzt nicht, dass man unbedingt gleich sein muss als Person, aber dass man schon harmoniert und gleiche Ansichten teilt. Ich glaube, das erleichtert schon vieles. Da gehe ich dann gleich einmal über in die Partnerschaft. Also wenn man ein drittes Kind möchte oder überhaupt Kinder möchte, das spielt ja eigentlich keine Rolle, aber besonders, wenn man natürlich mehrere Kinder möchte, weil der Zeitaufwand immer intensiver wird und ja, alles drumherum sich auch einfach wandelt, finde ich es auch wichtig, dass die Partnerschaft gefestigt ist. Also, dass es eben keine extremen Probleme in dieser Partnerschaft gibt. Und jetzt muss ich auch ein bisschen ausholen. Also, ich hatte das wir hatten das am Anfang auch nicht. Also, wir mussten uns auch erstmal aufeinander einspielen. Und dadurch, dass wir ja beide so, ja, selbstbewusst sind und beide auch so ein bisschen extrovertiert oder gesellschaftsfähig, also jetzt nicht so, also nicht extrem extrovertiert. Also ich bin auch introvertiert, dass ich mich gerne auch zurückziehe und für mich sein muss. Also es ist immer so ein Mix, aber wir sind ja halt beide recht ähnlich und beide eben auch dominant und da eckt man doch schon oft an. Und da muss man lernen, dass nach der Zeit
ja, damit zu leben, beziehungsweise Kompromisse einzugehen und sich aufeinander abzustimmen, sodass die Beziehung dann für Kinder ein gutes Vorbild ist, dass man eben sich nicht stets und ständig streitet. Und natürlich sind wir auch erst daran gewachsen. Das ist jetzt erst über die Jahre gekommen. Das war nicht von Anfang an so. Und ich kann das aber nur immer wieder jedem ans Herz legen, dass man auch an Beziehungen arbeitet und dass man sich wahrscheinlich auch einen Partner sucht, den man wirklich liebt und den man auch in 5 Jahren noch attraktiv findet und dass es eben nicht nur eine Freundschaft ist, sondern dass man sich auch wirklich als Paar nicht vergisst. Das finde ich so wichtig, ja. Also ich könnte darüber nochmal ein gesondertes Video machen, weil ich glaube, es würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber es ist eben wichtig, dass man nicht nur als Mama und Papa agiert, sondern eben auch als Paar, damit die Kinder sehen, ja, damit die Kinder eben ein schönes Vorbild haben. Und das ist harte Arbeit, das weiß ich selber aus eigener Erfahrung. Aber ich kann jetzt sagen, rückblickend, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat. So, also es ist dieser eine Aspekt. Dann noch finde ich auch noch ganz wichtig, also das sind so diese Grundlagen, die ich jedem ans Herz legen würde, das vorher so ein bisschen wie abzustecken. Damit man eine glückliche Kindheit für die Kinder schafft oder damit man überhaupt ein glückliches Leben für sich und seinen Partner, seine Familie schafft. Und da kommt natürlich jetzt der zweite Aspekt ins Spiel, dieses an sich glücklich sein. Also von meiner Grundperson bin ich immer sehr, sehr ausgeglichen, entspannt. Also das sind auch so, ja, so Wörter, die ich von anderen höre, und geduldig. Natürlich bin ich auch impulsiv, keine Frage. Also gerade so in Bezug auf meinen Partner, weil man da ja sich sehr geborgen und ja, intim miteinander fühlt, zeigt man da natürlich auch andere Seiten, die jetzt andere Menschen vielleicht nicht kennen. Und das ist völlig okay und das kann auch so sein. Aber was ich damit sagen will, dass so meine Grundstimmung immer sehr gut ist. Also wenn ich jetzt so in mein Herz höre oder das hier so dieser Bereich, in diesem Bereich gehe, dann fühlt sich das immer gut an. Also immer so glücklich. Und das ist, kommt natürlich nicht von irgendwoher, das kommt sicherlich auch aus meiner Kindheit und aus dem, so wie ich erzogen wurde, dass ich so gelassen wurde, wie ich bin. Und das versuche ich natürlich auch meinen Kindern weiterzugeben. Also ich bin schon ein bisschen anders als meine Mama von der Erziehung her, aber ich finde es ja eben auch wichtig, dass man mit seinen Kindern, dass man die Kinder humorvoll erzieht. Also ich finde, das macht so viel aus, wenn die Kinder lachen und Spaß haben und dass man eben nicht immer alles so ernst nimmt. Das heißt nicht, dass ich meine Kinder alles machen dürfen, was sie wollen. Es gibt einen Rahmen, in dem können sie sich bewegen, den können sie auch mal ausreizen. Aber es ist schon so, gerade weil ich ja immer mit 3 Kindern sehr oft alleine bin, dass ich den schon recht streng abgesteckt habe. Aber dadurch, dass ich ja so recht entspannt bin, werde ich auch eher seltener laut. Ich werde natürlich auch mal laut, klar, bei 3 Kindern. Geht die Lautstärke immer sehr nach oben und natürlich wird meine Stimme dann auch ein bisschen lauter, weil sie mich ja sonst gar nicht hören. Ja, jetzt zum Thema glücklich sein. Wie bekommt man das hin? Da spielen ja super viele Faktoren eine Rolle. Freunde, der Job, der Partner. Ich finde auch, der Partner ist in dieser Lebensphase besonders wichtig. Also es gibt ja so Lebensphasen, wo die Freunde extrem wichtig sind. Das heißt nicht, dass meine Freunde mir nicht wichtig sind, aber so in den jungen Jahren sieht man ja sehr viel seine Freunde, macht sehr viel mit seinen Freunden, da hat man noch keine Kinder. Und dann irgendwann wandelt sich das, indem man dann sehr viel mit seinem Partner zusammen ist, sehr viel mit seinen Kindern und seine Freunde immer mal sieht. So, man sollte die Freundschaft natürlich trotzdem aufrechterhalten, aber das klappt mal besser, mal schlechter, das weiß jeder von uns. Und dann später, wenn die Kinder wieder größer sind, kommen ja wieder die Freunde mehr ins Leben, weil man ja dann wieder mehr Sachen mit den Freunden machen kann. So, und das ist auf jeden Fall wichtig. Deswegen ist es mir persönlich auch wichtig, dass meine Kinder Freundschaften von klein auf bis zur Jugend aufbauen, damit sie eben so ein gutes Grundgefühl haben, weil ich habe das selber gemerkt bei meinen Freunden, also meine Freunde, die ich schon wirklich seit Kind auf kenne, sind immer meine besten Freunde gewesen, werden immer meine besten Freunde bleiben und egal, ob man sich öfter sieht oder eher weniger, dieses Grundgefühl, was man hat, ist super, super wichtig. Wenn man das jetzt natürlich nicht hat, ist das wahrscheinlich jetzt auch nicht so schlimm, aber ich versuche das schon so, ja, meinen Kindern zu vermitteln. Und das ist auf jeden Fall ein Aspekt, denn natürlich die Partnerschaft, das habe ich schon gesagt. Und drittens, ja, es tut mir leid, dass ich jetzt so aushole, der Job, also dass man natürlich auch in dem, was man macht oder tagsüber, womit man seinen Alltag bestreitet, auch in gewissermaßen zufrieden ist. Und da trifft man natürlich, bevor man Kinder kriegt, die Wahl, was möchte man machen. Oder manchmal ändert sich das auch. Oder dann, ja, also so, dass man
schon versuchen kann, dass das alles so stimmig ist und harmonisch und dass man natürlich auch sagen kann, man muss auch Grenzen setzen, weil wenn man so viel Zeit für Sachen aufbringt, Job, Kinder, Haushalt, Freunde, was weiß ich, Sport, das ist natürlich sehr, sehr viel, was da zusammenkommt. Und der Tag hat für alle nur mal 24 Stunden. Man kann nicht auf jeder Party tanzen, man muss auch lernen. Und das lernt man definitiv auch mal Nein zu sagen. Nein zu sagen zu vielleicht irgendwelchen Feiern, Nein zu sagen, ich mache nicht immer alles. Also, dass man sich dann eben auch nicht so extrem stresst. Das ist ja das, was ich zum Beispiel auch sonst gemacht habe. Das habt ihr ja gesehen. Ich habe wirklich von früh bis nachts immer irgendwas zu tun gehabt, immer gearbeitet und das war nicht gut. Also ich habe ja dann auch hier Gürtelrose im Gesicht bekommen und das merke ich bis heute zum Beispiel noch. Und das war für mich das ist auch für mich immer noch ein Indiz, wenn das nämlich hier anfängt zu kribbeln, dieser Nerv, dann weiß ich, dass ich zu viel Stress habe. Und mit zu viel Stress meine ich jetzt diesen Stress, der sich negativ auswirkt. Es gibt ja auch Stress, wo man sich freut, wenn man irgendwas macht. Und ja. Und dann finde ich auch noch ganz wichtig, und das kann ich wirklich jedem mitgeben, weil das habe ich auch in den letzten Jahren gelernt, wenn man viele Kinder hat oder wenn man überhaupt Kinder hat, aber mehr als ein Kind, würde ich behaupten, ist es ganz wichtig, dass man seinen Haushalt im Griff hat. Und das vielleicht auch schon vorher, weil wenn das Kind da ist, kommt es natürlich, steht das fast an letzter Stelle. Aber das ist halt auch zum Wohlfühlen super wichtig. Also ihr kennt mich ja nur eine Weile, ihr habt das verfolgt und bei mir war es ja auch oft so, dass ich wirklich viel geshoppt habe und viel eingekauft habe. Und all das, was man in die Wohnung oder in das Haus bringt, das findet ja auch irgendwo Platz. Und steht dann alles zu und man muss drumherum putzen. Man schiebt alles von A nach B und das nimmt so viel Zeit in Anspruch, die man für andere Sachen nutzen könnte. Und deswegen schafft euch auf jeden Fall eine Haushaltsroutine an, sodass ihr dann nicht mehr viel Zeit für diesen Haushalt macht. Weil wenn noch ein drittes Kind da ist, dann kann ich euch sagen, dass die Zeit komplett hinten anfällt. Also sie fällt einfach weg. Man hat diese Zeit am Anfang sowieso nicht. Und ich hatte damals mir extra deswegen auch jemanden mit ins Boot geholt, also beziehungsweise eine Haushaltshilfe geholt, die dann einmal die Woche gekommen ist und hier Grundreinigung reingebracht hat. Und es war natürlich super, aber Haushalt bleibt ja trotzdem nicht liegen. Also man muss ja trotzdem Wäsche waschen. Und am Anfang kann ich euch auch auf jeden Fall raten, dass ihr euch da Unterstützung holt. Wenn es möglich ist, ist es natürlich nicht immer möglich, deswegen der Rahmen sieht ja auch bei jedem anders aus. Also ich kann das jetzt ja nicht auf alle Familien ummünzen. Es gibt Familien, da wohnen Oma und Opa weit weg. Es gibt Familien, wo beide 40 Stunden arbeiten gehen müssen, damit das Geld stimmt. Und da muss man natürlich vorher immer abwägen, lohnt sich ein drittes Kind, weil Kinder sind extrem teuer. Und man muss natürlich auch vorher bedenken, ja, man kann Kinder natürlich auch mit Liebe erziehen und großziehen und aus denen wird zu 1000% auch was, wenn man kein Geld hat oder wenn man wenig Geld hat, da bin ich mir wirklich sicher, aber es ist eben so, dass man sieht es ja, das ist einfach wahnsinnig teuer und das Geld fällt ja nun mal nicht vom Himmel und wenn man sich vorher als Paar festlegt, was man im Leben gerne machen möchte oder was man vielleicht zusammen erleben möchte und was einem wichtig ist, dann kann man auch daraufhin auslegen, wie viele Kinder für einen vielleicht gut wären. Also ich kann so viel sagen, 3 Kinder sind sehr viel Zeitaufwand. Es hört sich jetzt an wie so eine Ware, aber es ist halt einfach so. Also es ist absolut zeitaufwendig. Es gibt keinen Tag in der Woche, keinen Tag, wo ich sagen kann, boah, ich lege mich jetzt mal 2-3 Stunden hin und mache gar nichts. Also das geht einfach nicht. Sondern man muss vorher wissen, dass es wirklich sehr, sehr zeitintensiv ist. Es ist schön, ja, aber es ist auch anstrengend. Und dafür muss man auch ein bisschen, also nicht gemacht sein. Man wächst natürlich in diese Rolle rein, aber wenn man eher so der Typ ist, der sehr ich-bezogen ist oder der sehr viel Zeit mit sich selbst verbringt und für den das reicht, dann glaube ich, sind 3 Kinder schwierig, weil man ja da kaum Zeit für sich hat. Ich kann jetzt eure Fragen beantworten. Ich denke, da ergibt sich auch noch mal einiges, wozu ich denn was sagen kann. Manche haben sich natürlich gedoppelt. Ich blende hier dann immer mal eine Beispielfrage ein. Hier hat zum Beispiel jemand gefragt, wie schaffst du es, dass keiner zu kurz kommt, auch bei den Schularbeiten vom Großen. Ja, also, dass man allen gerecht wird, dass man als Mama wahrscheinlich auch manchmal sich so fühlt, als würde man nicht allen Kindern gerecht werden. Das ist, glaube ich, auch völlig normal, weil es auch einfach
so ist. Also man kann nicht immer seine Zeit jedem Kind gleich aufteilen, auch wenn man das gerne möchte, oder jedes Kind gleich behandeln im Sinne von, ja, dass man jedes Obst extra abzählt oder sowas. Davon muss man sich einfach befreien. Ich mache das so, dass ich natürlich meine Aufmerksamkeit dem Kind schenke, wo ich denke, dass es das gerade braucht, und das ist immer situativ. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Ella mit mir spielen möchte und die anderen beiden in der Zeit beschäftigt sind, dann spiele ich dann halt in der Zeit mit Ella, oder ich versuche halt auch mal die anderen Kinder dazu zu holen. Und ja, also das kann man so pauschal gar nicht sagen, aber natürlich hat man manchmal das Gefühl, ich muss aber dazu sagen, dass meine Kinder eigentlich einen sehr glücklichen Eindruck machen und alle drei auch gut miteinander spielen und auch manchmal gar keine Lust haben, mit uns Eltern oder so irgendwas zu machen. Ist zwar eher selten, aber entscheide ich immer von der Situation her abhängig. Schulaufgaben, das macht Elias größtenteils alleine. Natürlich mache ich meistens die Schulaufgaben dann mit ihm, also wenn es ums Lernen geht oder Vorbereiten oder sowas. Also das mache ich schon, dadurch, dass ja mein Partner von frühs bis abends arbeitet. Aber ab und zu macht das auch die Oma, da die ja eh ausgebildete Lehrerin ist und das ja hier passt in dem Haus, geht er auch öfters mal dann zu Oma hoch. Ja, dann hat hier jemand gefragt, denkst du, dass du manchmal wenig Zeit mit jedem einzelnen Kind verbringst? Ja, das schon. Also ich freue mich dann richtig, wenn ich zum Beispiel ein Kind für mich alleine habe oder zum Beispiel mit einem Kind einen Ausflug machen kann, dann genieße ich das schon. Dann lade ich mein Kind zum Essen ein, zum Beispiel Elias, oder mit Ella gehe ich dann mal shoppen. Ich versuche das auch so mal ein bisschen ausgleichend zu machen, dass jedes Kind so seine Zeit hat. Aber ich hoffe nicht, dass ich jetzt meinen Kindern das Gefühl vermittle, dass der eine mehr bevorzugt wird als der andere. Denn meine Oma hat auch immer gesagt, versuche bitte das Kind in der Mitte, das Sandwich-Kind sozusagen, nicht hinten abfallen zu lassen, weil das halt auch öfters mal passiert. Und das Gefühl habe ich manchmal tatsächlich auch. Also dadurch, dass Ella so klein ist und sie sich ja immer durchsetzt und Elias ja schon so recht erwachsen ist und Felix ist ja aber auch so sehr pfiffig, merkt man das schon manchmal. Also dadurch, dass auch jedes Kind einen anderen Charakter hat, der eine mag es eher ruhig und der andere ist eher so sensibel und möchte viel Zeit mit Mama verbringen. Also da muss man ein Gespür dafür entwickeln und das dann gegebenenfalls in den Alltag integrieren. Manchmal reicht auch 10, 20 Minuten. Also ich kann mich an meine Kindheit erinnern, das war ja auch nicht so, dass meine Mama 24 Stunden an mir dran geklebt hat. Also so war es nicht. Also ich glaube, wenn man jetzt natürlich noch mehr Kinder hat als drei, wenn man 4, 5, 6 Kinder hat beispielsweise, dann stelle ich mir das persönlich sehr schwierig vor. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich finde es jetzt schon grenzwertig. Deswegen würde ich mich auch gegen ein viertes Kind entscheiden. Also das ist definitiv abgeschlossen. Aber ja, das ist nur, wie gesagt, meine Meinung. Gucken deine Kinder viel Medien oder wie gehst du damit um? Unternimmst du viel mit denen? Ja, also zu der letzten Frage kann ich sagen, ja, ich unternehme sehr viel oder wir unternehmen sehr viel mit den Kindern. Wir fahren relativ oft in den Urlaub. Das muss man natürlich auch vorher abstecken, was ist einem wichtig. Und dafür haben wir jetzt zum Beispiel kein riesiges Haus gebaut, wo wir ganz viel Geld reingesteckt haben. Wobei ich sagen muss, dass es natürlich auch nicht ganz so stimmt. Also es ist ja so, dass dieses Haus, in dem wir wohnen, oder dieses Grundstück riesig ist. Also es ist wirklich riesig. Das hat ja hier noch so ein Nebenglas und da ist ja eine riesige Partyfläche. Dann gibt es riesige Kellerräume, Dachgeschosse, ihr kennt es ja, also der Garten. Und wenn wir das übernehmen, ist das natürlich auch mit sehr viel Verantwortung und sehr viel Zeit verbunden. Aber ja, das muss halt jeder vorher abstecken. Also Geld ist nicht unendlich da, sollte klar sein. Und man muss halt sehen, wofür gibt man das Geld aus und was will man damit machen. Und bei uns ist es halt so, dass wir für den Kindern eine schöne Kindheit bieten wollen und gerne mit unseren Kindern in den Urlaub fahren. Aber das kostet halt auch, oder irgendwelche Ausflüge machen. Und heutzutage ist es wirklich sehr, sehr teuer geworden, muss ich ganz klar sagen. Und da überlegt man auch mehrmals, ob man das machen kann oder nicht. Und zu den Medien, also meine Kinder gucken meistens so Checker Tobi, aber unter der Woche eher weniger, es sei denn, sie sind krank und müssen inhalieren, dann kann es schon mal sein. Oder es sei denn, ich bin so ausgelaugt und ausgepowert, dass ich sage, komm, macht euch einen Film an oder guckt eine halbe Stunde, wenn alles erledigt ist, und dass ich dann auch mal für mich Zeit habe. Also da habe ich auch kein schlechtes Gewissen, muss ich sagen. Das finde ich auch völlig okay. Also, und am Wochenende ist es dann so, dass sie dann eben Switch spielen können, aber auch alles im Rahmen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da den ganzen Tag davor sitzen. Können sie auch gar nicht, weil sie ja auch noch Hobbys haben. Haben sie doll damit zu tun gehabt, die Mama erteilen zu müssen und entthront zu werden?
Nein, gar nicht. Also tatsächlich überhaupt nicht. Da hatte ich keine Probleme mit meinen Kindern. Aber ich denke, das ist auch, kommt auf das Kind drauf an und wie sehr man sich als Elternpaar darum bemüht, vielleicht dem Kind oder den Kindern Aufmerksamkeit zu schenken. Aber das ist nur spekulativ. Also das kann ich so nicht sagen. Wie schaffst du es, ruhig zu bleiben? Ich bin so oft an meiner Grenze. Also ich muss sagen, je älter die Kinder werden, desto entspannter ist es, weil man ja nicht. Man, je kleiner die Kinder sind, desto mehr klebt man ja an den Kindern dran und muss sich wirklich gefühlt jede Minute darum kümmern. Und das zerrt schon an einem. Wenn sie ein bisschen größer werden, hat man auch mehr Freiräume. Und dann ist es auch so, dass man natürlich in der Hinsicht nicht mehr so ganz krass an seine Grenzen kommt, aber an andere Grenzen. Also, dass es eben, dass man sehr, sehr viel zu tun hat, das schon. Und ich muss mich dann auch manchmal rausnehmen und sage dann, ich brauche jetzt eine halbe Stunde für mich oder ich kann nicht oder ich hole mir was Leckeres zu essen oder sowas. Also ja, das ist recht schwierig, aber manchmal hilft es auch einfach, vielleicht ist alles nicht so extrem ernst zu nehmen und es ist ja auch durch Social Media und durch ganz viele Sachen wird es ja auch immer so extrem dargestellt, als wäre alles ganz toll. Aber am Ende des Tages kochen alle nur mit Wasser und es ist bei jedem gleich. Also wenn man denkt, das ist nur bei mir so, kann man sich zu 1000% sicher sein, dass es auch bei den anderen so ist. Hast du eine App für deine ganzen To-Dos mit drei Kindern? Gibt es bestimmt einige To-Dos? Ja. Also ich habe Apps für meine To-Dos, aber das, was ich am meisten nutze, ist einfach die ganz normale Kalender-App. Und da habe ich eine gekauft, die nennt sich Calendars. Und da trage ich alle Termine ein. Da sehe ich alle Termine von meinem Freund parallel. Und da kann man das eben miteinander koppeln, sodass er die Geburtstage von irgendwelchen Freunden sieht, wo Elias eingeladen ist. Und daran wird man dann eben rechtzeitig erinnert. Und das funktioniert hervorragend. Das nutze ich auch schon wirklich Jahre. Das kann ich euch sehr empfehlen. Und wie schaffst du den Haushalt mit drei Kindern? Also es hat ja eine Weile gedauert. Das habe ich ja im letzten Video kurz angerissen. Ich kann nur so viel sagen, kauft nicht so viel Zeug. Das habe ich ja nur selber erfahren. Also es muss jetzt nicht minimalistisch sein, aber so, dass es eben relativ ordentlich ist, dass man schnell sauber machen kann und macht euch eine Morgen- und Abendroutine im Haushalt. Also, dass ihr die Küche abends sauber habt, dass ihr die Bäder ordentlich habt vielleicht und dass am Morgen vielleicht die Waschmaschine läuft oder der Saugroboter hier einmal durchgeht. Sowas halt. Also, das ist wirklich auch nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, weil da kann man echt sich sehr verlieren und dass man eben auch nicht so super gründlich alles putzt, wenn man putzt, sondern dass man einmal so einen Durchriss macht. Also alles komplett und dann ist gut. So mache ich das. Also ich habe früher auch manchmal tagelang hintereinander geputzt, weil ich das alles so ordentlich gemacht habe und irgendwann dachte ich mir dann, das macht überhaupt keinen Sinn und das so extrem sauber zu machen, weil es eben sehr viel Zeit kostet. Wie war die Umstellung von 2 auf 3? Also ich muss tatsächlich sagen, dass die Umstellung für mich von 2 auf 3 Kinder intensiver war als von einem Kind zu 2 Kindern. Also man hat ja irgendwie 2 Hände und man kann dann immer noch 2 Kinder ja händeln, aber bei 3 Kindern ist es doch schon was anderes. Also für mich war das eine extremere Umstellung. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was, aber es ist halt einfach, es sind halt 3 Menschen, um die man sich jeden Tag kümmert, 24 Stunden lang. Ich kann tatsächlich immer sagen, und das sage ich auch im Freundeskreis, und da die Reaktion ist oft, was, das hätte ich nicht gedacht. Also bei mir ist es tatsächlich so, von 2 auf 3 Kindern war für mich am intensivsten und also ein Kind, ja, gut, aber das ist alles noch zu machen. Da hat man ja seine, richtet man ja seine ganze Aufmerksamkeit auf das eine Kind. Da habe ich Bücher ohne Ende gelesen. Ich habe mich um dieses Kind gekümmert. Da war ich natürlich noch recht jung. Also da war ich ja 26 und war auch noch so ein bisschen so eine kleine Partymaus. Und da habe ich auch Elias öfters mal zu meiner Oma gegeben und habe ihn abgeholt. Also es war ein super entspanntes Kind. Also ich hätte kein besseres Kind als Einstieg haben können. Und dann mit dem zweiten und dritten Kind wurde ich dann immer gluckenhafter. Also die haben dann auch fast gar, also super selten auswärts geschlafen. Und ich bin jetzt nicht so eine Helikoptermutter, aber ich kümmere mich schon gerne um meine Kinder und ich möchte halt auch, dass es denen gut geht. Und ja, das kann ich auf jeden Fall so sagen, ja. Es sieht nicht so aus, als würdest du eins bevorzugen. Ich habe ja mal bei H&M gearbeitet neben meinem Studium, das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Und ich hatte eine Kollegin, die hatte 2 Kinder und da hatte ich damals noch kein Kind. Und ich finde es immer super interessant, sich mit
älteren Menschen oder überhaupt mit älteren oder interessanten Menschen zu unterhalten. Und da habe ich unter anderem auch mal diese Frage gestellt und die Antwort fand ich so krass, aber auch so ehrlich, dass ich mir dachte, wow, also dass sie das so gesagt hat, wow, es ist mir bis heute im Kopf hängen geblieben. Wie ist es denn, wenn man zwei Kinder hat? Bevorzugt man da eins mehr als das andere oder hat man eins lieber als das andere? Habe ich sie damals gefragt. Also da war ich ja wirklich noch blutjung und hatte da keine Erfahrung. Und da hat sie gemeint, ja, sie hat tatsächlich so ein Lieblingskind. Und das liegt aber daran, dass das Kind, was ihr Lieblingskind ist, sie oder der Charakter des Kindes ihrem Charakter sehr ähnelt. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Also ich sehe ja auch die Charaktere meiner Kinder in unseren Persönlichkeiten. Die spiegeln sich da auch extrem wieder und das ist super interessant. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich ein Kind mehr bevorzuge als das andere, aber es ist schon lustig, wenn ich zum Beispiel bei einem Kind diese Charakterzüge entdecke und natürlich fühlt man sich dann irgendwie da in dem Moment hingezogen. Es wäre auch gelogen, wenn es nicht so wäre, weil es ist ja einfach auch menschlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ein Kind lieber habe als das andere und ich versuche auch keins zu bevorzugen. Aber was ich auch sehr schwierig finde, gerade so bei den ganz Kleinsten und wenn die schon größer sind, sind die Interessen ja auch unterschiedlich und da verbringt man nun mal mehr Zeit mit diesen kleineren Kindern als mit den größeren, aber das legt sich ja dann auch irgendwann wieder.